Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 7. Dezember. Das ist das hier. Und zum Titel heißt es: Besuch Bundeskanzlerin Merkel spricht in Auschwitz von tiefer Scham. Kanzlerin Angela Merkel in Klammern CDU hat erstmals das einzige, einstige Vernichtung, einstige, hat erstmals das einstige Vernichtungslager Auschwitz besucht. Dabei traf sie auch einen ehemaligen Insassen. Merkel betonte die Verantwortung der Deutschen angesichts der von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager begangenen Gräuel, warnte sie vor Antisemitismus und Hassreden. Auschwitz mahne täglich, wachsam zu sein. Foto dpa, ich kann es noch mal zeigen. Text ist ein bisschen holprig. So. Tschüss, das war's auch schon.